Ist jetzt auch nichts mehr. Was sonst für uns noch interessant sein könnte, vielleicht noch ein paar Pflanzen so an den Wegen ran. An den Wegrändern so. Hier Feuernässe zum Beispiel. Lagerfeuer können wir leider auch nicht interagieren. Aber das ist jetzt weniger tragisch. So. Geht's wieder den Weg hoch. Und wieder durch die Höhle durch. Ist auch nichts mehr. Vorher mit vorsichtshalber mit gezogener Waffe durch. Naja, ist ein Dunkelpilz. Das können wir auch gleich benutzen, dann haben wir wieder volle Lebensenergie. Sehr schön. So. Und was können wir hier noch? Können wir hier noch irgendwas machen? Hier ist nichts mehr für uns Interessantes. Deswegen können wir hier wieder getrost rausgehen. Und vielleicht ist bei dem Wasserfall noch ein bisschen was. Manchmal gibt es ein paar Fälle, wo es ist, aber dieser hier scheint nicht dazu zu zählen. Ja, das Schwimmen hier ist ein bisschen anders. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Finde ich etwas. Da man ja damals ein bisschen direktere Controller hatte. Controller. Vielleicht liegt es auch mal, dass ich hier bei Spieleinstellungen des Controllers. Dann sollte ich die mal ausstellen. Das ist vielleicht wirklich mehr Gigas im Ernst. Nein. Das ändert jetzt nicht wirklich viel. Also man muss so ein bisschen an den Wind probieren. Lassen wir die Gothic 1 Controls doch bestehen. So. Hier gehen wir jetzt mal lang. Da ist noch eine... Ah ne, die haben wir ja schon ausgeplündert. Dummerchen. Hab ich schon vergessen. So. Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. So, okay. Sorry für die kleine Unterbrechung. So, weiter geht's. Weiter geht's. Und schon wieder erwarten uns Wölfe. Zumindest ein Wolf. Fratzengeballer. Ich liebe das Wolf-Maul-Zaubern, das macht Spaß. So. Zumindest ein junger Wolf, also wieder ein schwächerer Wolf. So. Was haben wir hier? Heilkräuter. Die sacken wir natürlich ein. Denn die Information von Lester, die war uns ja, kam uns ja schon sehr gelegen. Oh, hier wollen wir nicht runterfallen, sonst sind wir da gleich wieder unten im Tal, aber Matsch. Aber als Matsch kommen wir da unten dann an. Das muss auch nicht unbedingt sein. Wir wollen schon gerne noch weiterleben. Was ist hier? Hier sind Pilze. Gibt es hier irgendwas, was man einsacken kann? Da ist auch ein alter Bekannter.
Ein alter Bekannter. Den Typ habe ich im Minental im ersten Teil bis aufs letzte Hemd ausgezogen. Alles abgenommen. Noch aus die Axt liegt hier noch. Da liegt ein schwerer Ast. Noch ein schwerer Ast. Goblins ausplündern. Da ist nichts zu holen. Im Goblin gibt's nichts. Kavalon! Auch gleich, der merkt auch gar nicht, dass wir da sind. Aber egal, bevor wir mit dem quatschen, gehen wir hier nämlich nochmal lang. Hier gibt es nämlich auch wieder schön was einzusacken. Besonders diese Dinger, die ich nicht verwenden muss. Die kann ich dann als Kräutersammler nutzen. So. Schwerer Ast. Ups. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Hey. Sehr schön. Ärger? Verdammt, ich weiß gar nicht, wo die sich alle versteckt halten. Du tötest einen und kurze Zeit später sind sie alle wieder da. Moment mal. Ich kenne dich doch. Du bist doch der Kerl, der mich damals im Minental ständig um Pfeile angebettelt hat. Jetzt haben wir übrigens haben wir immer die Wahl zu sagen, kann mich kaum erinnern, so. Oder dein Name ist Kavala und dass man sich halt alles an alles erinnern kann. Warum diese Wahl besteht, weiß ich nicht. Also, vielleicht weil Xardas im Intro so gesagt hat, ja, er hat vieles vergessen, dass man halt so sagen kann, ja, ich kann mich gar nicht erinnern, du bist scheiße und so, oder ich weiß nicht, wer das ist, wer ist denn das, soll er mir mal genau sagen. Aber nein, wir kennen ihn gut. Vielleicht besser, als er sich selber kennt. So, dein Name ist Kavalon. Dein Name ist Kavalon, richtig? Ah, ich sehe, du hast mich nicht vergessen, nach allem, was wir durchgemacht haben in der verfluchten Kolonie. Wo willst du eigentlich hin? In die Stadt, zurück ins Minental. Ich habe kein bestimmtes Ziel. In die Stadt. So. In die Stadt also. Du könntest Probleme mit den Wachen kriegen. Die lassen nicht mehr jeden rein, seit es hier in der Gegend vor Banditen wimmelt. Hier ist in den letzten Tagen einer dieser ehemaligen Psioniker aus dem Minental vorbeigekommen. Er meinte, er geht ständig ein und aus in Korinnes. Er ging in das Tal unter dem großen Turm. Irgendwo bei dem Wasserfall dort muss es einen Weg dorthin geben. Vielleicht solltest du mit dem Typen mal sprechen. Mit dem haben wir uns nämlich schon unterhalten. Interessante Rüstung, die du da trägst. Gehörst du nicht mehr zu den Schatten? Schatten? Die gibt es seit dem Fall der Barriere nicht mehr. In dem Moment, als wir endlich das Minental verlassen konnten, gab es für mich keinen Grund mehr daran festzuhalten. Ich arbeite jetzt für die Wassermagier. Ich gehöre zum Ring des Wassers. Was machst du hier? Ich sitze hier fest. Wenn diese verdammten Banditen nicht gewesen wären, wäre ich gar nicht hier. Erzähl mir mehr über den Ring des Wassers. Mir ist es eigentlich nicht erlaubt, darüber zu sprechen. Alles, was ich tun kann, ist, dich zu Vatras zu schicken. Er ist der Vertreter der Wassermagier in Korinnes. Am besten, du redest mit ihm. Sag ihm, du kommst von mir. Vielleicht nimmt er dich aber ganz auf. Wir brauchen dringend mehr gute Leute. Waren du und deine Leute damals nicht mit den Wassermagiern verfeindet? Die hirnverbrannten Zeiten von damals sind vorbei. Es gibt kein neues Lager oder altes Lager mehr. Jetzt, da die Sträflingskolonie nicht mehr existiert, ist jeder auf sich allein gestellt. Die meisten von uns ehemaligen Gefangenen werden immer noch verfolgt. Die Wassermagier konnten erwirken, dass mir meine Strafe erlassen wurde und ich mich jetzt frei bewegen kann. Was machen die Wassermagier jetzt? Sie sind an einer großen Sache dran. Es geht um einen unbekannten Teil der Insel. Ein unbekannter Teil? Wo soll der liegen? Mehr darf ich dir nicht sagen. Sprich mit Vatras in Korinnes. Was war mit den Banditen? Hast du die letzten Wochen verschlafen? Ich rede von dem ganzen Gesindel aus der Strafkolonie, das sich hier in der Gegend breit macht. Plündern und morden, was das Zeug hält. Kann froh sein, dass sie mich am Leben gelassen haben. Ich habe einen Moment nicht aufgepasst. Da haben sie mir von hinten eins übergezogen. Keine Ahnung, wie ich jetzt meinen Kram wiederkriegen soll. Du wurdest von Banditen ausgeraubt? Ja, niedergeprügelt und den Goblins zum Fraß vorgeworfen haben sie mich. Es waren verflucht wichtige Sachen. Ein Brief und mein ganzes Geld. Ich muss es unbedingt wieder haben. Aber ohne Rückendeckung gehe ich da nicht mehr hin. Dieses feige Lumpenpack. Kann ich dir bei der Sache mit den Banditen helfen? Vielleicht. Aber so abgemagert wie du aussiehst, hast du seit Wochen kein richtiges Schwert mehr in den Händen gehalten. Nun,
Ich habe wohl keine andere Wahl, als dein Angebot anzunehmen. Meine Zeit wird knapp. Also pass auf. Den Weg hier runter ist eins dieser dreckigen Erdlöcher, in denen sich die Banditen gerne verstecken. Die Kerle dort sind genau die, die meinen Kram gestohlen haben. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, und dann schnappen wir uns das Lumpenpack. Ich brauche bessere Ausrüstung. Sehr viel haben die Schweine mir nicht gelassen. Ich kann dir ein Wolfsmesser geben. Reicht dir das erstmal? Messer ist gut. Aber wie steht's mit Heilung? Ich hätte hier noch zwei Heiltränke. Interesse? Klar, her damit. Lass uns die Kerle aufmischen. Alles klar. Halte mir einfach den Rücken frei, okay? Jetzt werden die ihr blaues Wunder erleben. Jetzt haben wir auch gleich eine neue Waffe. Er rennt schon mal ohne uns los. Das ist sehr schön. Sehr nett von ihm. Das, ohne uns verdient, das Schöne ist, dass wir auch EP bekommen, während wir nicht im Kampf sind. Das heißt, wir können ihn schön die Scheiße dann machen lassen. Du arme Wurst, hast ja nicht mal Gold dabei. Ja. Die Waffe nehme ich mal besser an mich. Ja, soll er mal machen. Ist ja nur ein schwerer Ast. Dann haben wir gleich den ersten Auftrag. Und zwar Kavalon helfen. Du wärst besser nicht hierher gekommen. So. Und jetzt mit den Banditen. Sieht der Rüstung des alten Lagers, des neuen Lagers sehr ähnlich. Was hast du verdient, Mistkerl? Nagelknüppel, Dolch. So, das wäre erledigt. Sie hätten sich eben nicht mit mir anlegen sollen. Dann kann ich jetzt endlich meinen Auftrag erledigen. Hab schon viel zu viel Zeit verloren. Was für ein Auftrag? Ja, ich muss erst in die Stadt und dann später... Ich weiß nicht, wie ich das alles rechtzeitig schaffen soll. Was ist mit mir? Warum eigentlich nicht? Du könntest den Brief in die Stadt bringen. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit, mich um meine Ausrüstung zu kümmern. Einer der Banditen müsste den Brief in seiner Tasche haben. Bring ihn zu Vatras, dem Wassermagier der Stadt. Du wirst ihn im Adanos-Tempel treffen. Er predigt dort den ganzen Tag. Sag ihm, dass ich es nicht mehr geschafft habe. Und wenn er dich fragt, wo ich bin, sag ihm einfach, ich bin schon zum Treffpunkt aufgebrochen, okay? Ach ja, eins noch. Kauf dir bei den Bauern erstmal ein paar anständige Klamotten. Sonst hält dich noch jemand für einen Banditen. Hier hast du ein paar Münzen. Kannst du mir was beibringen? Sicher, das weißt du doch. Mensch, dir haben sie ja ganz schön zugesetzt. Du kannst dich an gar nichts mehr erinnern, was? Ich will deine Fähigkeiten erlernen. Sicher? Was willst du wissen? Einhandwaffen können wir bei ihm lernen. Das ist sehr fein. Das sollten wir, glaube ich, auch nutzen. Mindestens ein wenig. So. Schon besser so. Du hast eine Menge verlernt seit damals, aber das kriegen wir schon wieder hin. Ja. Auf jeden Fall. So. Bravo. Nichts zu plündern zu holen. Von dem gibt's nichts mehr. Ein Dunkelpilze. Ein Bettchen. Eine Truhe. Die wir noch öffnen können. Und sehr schön. Sehr, sehr fein. Haben wir den Dunkelpilz da? Essen wir die erstmal. Noch das Butterfleisch dazu. So. Sehr schön. Gucken wir erstmal, was können wir denn hier machen. Können wir hier vielleicht irgendwas mit anfangen? Nein. Da ist noch ein Dunkelpilz. Dunkelpilz. Hier ist sonst nichts mehr. Also, da es aber doch jetzt schon dunkel wird, sollten wir hier doch pennen.
da im Dunkeln.